Krümmer, Ansaugstutzen, Wasserleitung und Rohre und das Ganze hier anbauen. In diesem Teil geht es darum, wie wir diese Nebenaggregate hier, diesen Krümmer und so weiter angebaut haben, wie wir ihn auch ein bisschen sauber gemacht haben, worauf hier zu achten ist mit den Schrauben. Hier auch die Wasserleitung und da ist auch so eine Ölleitung, die waren vergammelt, die waren durch. Wir gehen ins Detail, ihr seid dabei. Mats ab, los geht's. Nachdem wir das alles aufgereinigt haben, machen wir hier unsere Dichtungen drauf. Na, das haben wir alles fertig gemacht hier. Bevor wir unseren Ansaugkrümmer sozusagen draufsetzen, müssen wir ja hier oben die Schrauben von hier oben kommend, die müssen da jetzt drauf. Die müssen wir nämlich jetzt hier vorher rauftüdeln, weil wir die sonst schlecht drauf bekommen. Da wir das ja alles gut gereinigt haben, ja, geht das jetzt ja schon fast von ganz allein. An diesen Abnutzungsspuren können wir genau sehen, dass das Kühlwasserrohr damit eingehakt ist. Also das ist es sowieso. Die Frage war nur, ob eine Scheibe davor kommt oder dahinter. So, wir bauen das Ganze hier provisorisch zusammen. Das hier, das ist unser Brenner, ja, unser Einspritzbrenner. Der kommt da rein, das ist ja eine Vorflammanlage und der haut hier ganz stumpf eine Flamme rein. Ne? Der hier, der kommt hier rein. Folgt dann unsere Einspritzleitung. Die sitzt hier so in der Art drauf. Das hier, das ist unser Relais quasi, was hier den Brenner betreibt. Ne? Der öffnet und schließt und hier ist auch ein Pfeil drauf. Vielleicht könnt ihr das sehen, hier in welche Richtung der durchlässt. Der hat hier gesessen. Das ist aber doof. Das muss hier oben noch ein bisschen besser werden. Das will ich nicht haben hier, diesen Dreck. Das polieren wir nochmal weg. Hey, Pico, kannst du das nicht vernünftig putzen oder was? Schon gut aus, das passt so. Da kommt die Dichtung natürlich noch zwischen. Hier auch eine Dichtung. Nur jetzt wissen wir schon mal, wie das alles so gesessen hat. Ne? Hier kommt noch der Strom dran. Der muss ja auch hier angezogen sein. Ne? Der muss fest sein. So. Das hier schrauben wir dann alles lose zusammen, ja, damit wir wissen, wie das gesessen hat. Wir haben dieses Rohr neu bekommen. Hier natürlich eine Dichtung wieder hinter, ja, ist klar. So, kommt der dahin. Das ist immer so das Problem mit den Scheiben. Welche Scheibe hat wo gesessen? Das ist ein bisschen schwieriger. So, die ziehen wir erstmal nur locker an, dass er nur sitzt, weil wir müssen den an dieser Stelle noch anziehen, hier, dass er hier stramm vorsitzt, ne, damit er hier abdichtet. Scheiben drauf mit dem Muttern. Also diese Mutter hier anzuziehen, na, da bin ich ja noch nicht so begeistert von. Mit viel Gefühl kommt man da unten vorbei, das ist eine blöde Schraube. Also die Schraube ist nicht blöd, aber man kommt schlecht ran. So, da hält er auch. Ist ja nur ein bisschen. Ja, dieses Rohr, was hier saß, das alte, das ist dicker. Und das hat zur Folge, dass dies hier unser altes Winkelstückchen ist, was darauf kommt. Ja? Und ihr seht hier, das ist hier lose und hier passt der stramm drauf. Ja? Da passt er stramm drauf, aber hier ist er lose. Dieses Rohr hier, das kostet, dieses Gummi-Winkelstück kostet so um die 6 Euro, 7 Euro. Das ist nicht die Welt, das kommt jetzt hier drauf und dann da drauf. Ne? Aber das kann ich jetzt nicht, weil hier die Motorhaltung ist. Das mache ich später, wenn er frei ist. Also das ist wichtig, dass man da schon mal dran denkt. Und der passt da dann gut drauf. Ne? Das hier war das alte Rohr und das war hier oben komplett durch. Ja. Hätte man vielleicht noch löten können, was reinlegen können, aber die anderen Rohre, die am Motorblock verbaut sind für Kühlwasser, haben auch arge Korrosion aufgewiesen und das muss jetzt mit Silberlot bearbeitet werden. Und das machen wir bei Egon, unserem Schweißprofi. Hier springe ich nochmal rein.
Also, da geht es nochmal um Egon. Ne? Da können wir selber nicht hinfahren, deswegen hat Egon das Ganze mit seinem Handy aufgenommen. Und hier mal einen ganz großen Respekt, Egon, das hast du echt total super gemacht. Wir können ja leider nicht filmen wegen Corona und wir wollen uns da jetzt nicht mit älteren Menschen oder auch generell wenig treffen, weil wir zu Hause bleiben wollen und wir wollen das ja nun nicht verbreiten. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, Egon sagt, nee, ich schweiß das alles, also Löten, Hartlot, Silberlot, ja. Und da hat er einen kleinen Clip davon gemacht, wir haben das eingebaut. Danach haben wir das bei schönem Wetter wieder fertig gemacht. Aber seht selbst, da geht's weiter. Und so am Rande erwähnen, ne? Wenn euch das alles hier gefällt, gebt uns gerne einen Daumen hoch, hier so einen, ne? Schönen Daumen hoch oder abonnieren, Teile über Amazon bestellen, was euch da alles sammeln, weiter geht's, ne. Axel, ich weiß nicht, ob das deutlich genug für dich, ich wollte das hier nur mal zeigen. Hier habe ich geschliffen, richtig metallisch blank. Und hier sind die Teile, wo ich nach vorne gehe, die ich noch nicht nachgeschliffen habe. Nee, ich weiß gar nicht, ob das rauskommt. Da sind natürlich noch, wo natürlich auch deine galvanische Verzinkung nicht getragen hat. Da sind natürlich diverse Rostporen noch drin und die muss ich natürlich absolut ausschleifen. Und dazu, ich gehe das mal rüber, Axel, da gehe ich gleich mit der Bohrmaschine an, mit der Stahlbürste, das ist eine Edelstahlbürste, seit die ich einsetze, um das wirklich porentief sauber zu kriegen, sonst komme ich natürlich auch mit meiner Silberlötung nicht zurecht, dass die Legierung hundertprozentig an dein Grundmaterial anlegiert. Dazu muss es absolut bis ins kleinste Detail metallisch blank sein. Habe ich das mit dem Smartphone in der Hand hinkriege, mit leichter Acetylenüberschuss. Beim Löten ist es ja so, dass man die Oberfläche nur anlegiert, während man ja beim Schweißen den Grundwerkstoff zum Schmelzen bringt und miteinander verbindet. Und beim Löten brauche ich ja nur die Arbeitstemperatur, die das Lot benötigt. Na, das ist schwierig, ist das für mich, aus Handy zu gucken und gleichzeitig mit einem Auge vorbei auf die Lötung zu schauen. Nur mal symbolisch. Ich habe hier so einen Mini-Therm-Schweißbrenner, wo ich dann auch wirklich ganz sensibel und feinfühlig diese dünnwandigen Sachen mit löten kann. Silberlot hat eine Arbeitstemperatur von 650 Grad. Womit das Silberlot dann verarbeitet wird. So, Axel, ich habe die Geschichten soweit erstmal gelötet. Ich habe hier mal einen Teil nachgearbeitet. Nee, dann siehst du keinen Übergang mehr alles. Und das liegt jetzt in deinen Händen, dass du die schön nachglättest und so wie du es haben möchtest. Wie gesagt, ich schicke dir das gleich rüber. Du kannst deine Sachen dann abholen und kannst dich damit beschäftigen, um die dann alle picobello schön zu machen. Ne? So sieht's denn hier roh aus. Bis gleich, Axel. Mach's gut. Tschüss. Ja, hier sehen wir die Tropfnasen, von denen Egon sprach. Das ist das Rohmaterial. Hier sieht man den Silberlot noch drauf. Wir haben es uns draußen gemütlich gemacht bei dem tollen Wetter, haben uns da eine kleine Werkbank eingerichtet, so dass wir draußen die Schleifarbeiten machen konnten. Hier. Etwas gelblichen Stellen. Hier kann man sehen, wo der Silberlot aufgetragen wurde. Das sieht also total spitze aus. Danach natürlich wieder abgeschliffen. Ne? Und somit ergibt das hier eine ganze Fläche. Ich habe das jetzt nicht ganz bis unten hinweg geschliffen, aber so wird das dann nachher überlackiert. Und dann sollen die wieder gut sein. Da kommt jetzt Zinkspray drauf. Dunkel auf helle. Das ist Eisen, das ist Silberlot hier. Jetzt kümmern wir uns um den Turbolader. Und diese Schrauben hier von dem Krümmer, die sind hier schon so richtig so ein bisschen weggefressen. Das sieht mir so aus. Die möchte ich da gerne lösen und runternehmen. Die haben wir hier für auch eine Dichtung. Den werden wir wieder fertig machen, diesen hier. Ja, und dann hoffe ich, dass wir da mal reingucken und hier auch in diese Klappe gucken. Hier ist eine Klappe. Die hier. Und hier kann man auch den Ladedruck verstellen. Aber das werden wir alles reinigen. Der Turbo selber ist keine Bewegung dran, aber den wollen wir abnehmen. Die Muttern hier,
die Dichtung, dass wir die eben einmal neu machen. So, wir versuchen den mal hier, da es alles Gussteile sind, oh, der lässt sich aber gut lösen. Das geht wunderbar. Tja, da kommen wir wieder nicht ran. Dann nehmen wir diesen. Und mal gucken. Tja, toll. Das gefällt mir gar nicht. Ja, so in der Art habe ich mir das gedacht. Damit ist die auch schon ab. Prima. Aber besser jetzt als irgendwann anderes Mal. Und ob wir die da rauskriegen, hier decken wir uns das mal ab. Nicht, dass hier uns wieder Dreck reinkommt. Jetzt nochmal die letzte. Außer die abgerissene, wenn wir die mal weglassen. Tja, auch ab. Tja. Nun gut, jetzt haben wir uns zumindest auseinander. So, den legen wir zur Seite, dann machen wir nachher weiter. Hier ist unsere Schraube abgerissen. Ja, wir machen eine Mutter drauf und versuchen das mit dem Schweißen. Ich weiß gar nicht, ob uns das überhaupt gelingt. Aber Versuch macht klug. Ganz schön Bewegung drin. Es hat gerade geknackt und knacken ist gar nicht gut, aber es sieht auch so schlecht nicht aus. Noch ist der Kopf nicht ab. Das Einzige, was ich hier oben drehe, ist die Mutter. So, auf ein neues. Zweiter Versuch. Jetzt ist sie da auch ab. Na prima. Jetzt haben wir sie ganz ab. Tut sich was. Die Zange ist nicht gut. Noch eine andere. So. Zack, jetzt ist sie doch ab. Da haben wir aber noch eine Chance. Da werden wir noch einen Versuch starten. Ja, die kommt. Axel, oh, moin. Moin, Edith. Da, die Mülldinger am Berg. Lass, hast du zufällig hier Handwegerschaufel? Das liegt alles auf der Straße, das Glas. Wo, bei dir? Nee, die vorne. So, die Schraube, die ist raus. Kümmern wir uns um die zweite. Als erstes müssen wir den hier sauber mittig ankörnen. So, hier können wir jetzt den Körnerpunkt sehen und da muss jetzt reingebohrt werden. So, ich fange mit einem ganz kleinen Bohrer an. Ein bisschen Schneidöl dazu. Tja, jetzt ist uns auch noch der Bohrer da drin abgebrochen. Wunderbar. Gewinde nochmal nachschneiden, ausbohren, Gewinde nachschneiden, aber das hatten wir alle schon mal. Das kennt ihr ja. Hier kommt die zum Glück unten raus. Hier wäre es kritischer gewesen. Ja, das ist unser Gewindeschneidkasten. Da sind so ein paar Sachen drin. Der ist eigentlich völlig ausreichend. Wir machen euch eine Verlinkung. Der konnte uns schon so manches mal helfen. Hier haben wir auch schon geschnitten, ne? Ja, für so zwischendurch, für zu Hause reicht er völlig aus. Hier sitzen ja unsere Dichtungen. Und damit das hier wieder sauber aussieht und nicht so wie bei diesen hier,
feilen wir die ab und das machen wir ganz einfach. Wir nehmen eine Feile, legen uns hier so ein Schmirgellein um zu. Wir haben so einen 120er genommen und dann legen wir die Feile drauf und feilen da einfach gerade rüber. Diese nochmal als Beispiel, Feile drauf. Damit das nachher wieder sauber passt. Hier bei dem Krümmer, wo die Schraube ausgebohrt, die wir ausgebohrt haben und die wir neu wieder eingesetzt haben, die setze ich mit einer Schraubenkleber ein, also eine Schraubensicherung mit einer etwas festeren Schraubensicherung. Ich habe hier einen neuen Stehbolzen, den habe ich gekontert, der kommt da rein und müsst ihr nur eben darauf achten, dass die lange Seite außen ist. Und da eben den Kleber drauf, der geht bis, ja, die lösen sich aber 170 Grad, der andere, das ist ein etwas stärkerer, der blaue ist nicht so doll, damit diese vom Schneiden, die kleinen Fugen, ja, damit das besser zusammensitzt. Das ist mir ein bisschen sicherer. Der Krümmer, den haben wir jetzt da überall gereinigt hier, ne? Sauber gemacht, ihr habt es gesehen, hier ist wieder eine neue Schraube drin, der kommt hier rauf und jetzt gucken, der passt jetzt hier nicht. Ja, das sind Sachen, da müsst ihr drauf gucken. Ihr müsst von unten anfangen. Irgendwie habe ich das schon gehabt. Von unten. So. So. Siehst du? Dann passt es nämlich doch. Weil das ist ja wichtig, wenn man den mal abbauen will. Da muss man ja wissen, was muss ich alles losschrauben. Ne? Und kann ich diesen vielleicht einen Ticken tiefer machen, dann komme ich da noch besser vorbei. Diesen hier. Wenn ich diese Schraube einen Ticken tiefer mache, deswegen baue ich das alles so ein bisschen lose zusammen. Dann komme ich da besser vorbei. Muss nur darauf achten, ob an dieser Stelle hier mein Winkelschnüffelstück hier noch gut passt. Aber das sollte gehen. Dann mache ich den Ticken tiefer. Den hier. So. Lösen. So. Ne? So. So ist ja gut. Hier, wenn wir den Krümmer anbauen, haben wir hier so uns Edelstahlschrauben geholt. Dass wir viele Muttern hier auch durch Edelstahlmuttern ersetzen mit Federring. Und ja, da wo man später schlecht rankommt, da macht es Sinn, die gammeln nicht so weg. Ja, und hier vorne, da haben wir neue Stehbolzen eingesetzt. Und hier haben wir halt auch noch zwei Muttern bekommen, zwei spezielle. Die anderen beiden gehen noch oder wir nehmen da auch Edelstahlmuttern mit Federring. Aber die bremsen noch. Also hier merkt man es, ab da fängt die Bremse an und das soll ja auch so sein, bei denen auch, die gehen natürlich top, aber diese, vielleicht gehen sie noch. Um diese Schrauben hier von dem Krümmer anzuziehen, da braucht ihr so einen geköpften 13er, also der ist auch hier Duvidat oder Duvidat nicht, so ein, ne, den ich hier habe, ist ein ganz alter Schlüssel aus der alten Grabbelkiste. Aber damit geht es am besten, weil sonst kommt ihr da nicht ran. Hier, ne? So, und dann kann man da ziehen. Dann kann man da rauf und dann kann man den anziehen. Und da ist natürlich auch die Frage nach dem Drehmoment, ne? Aus dem Handgelenk, würde ich sagen. Also, da habe ich ja keinen Drehmomentschlüssel für. Hier kann ich ja mal 25 Newton draufgeben, ne? 13er. Aber beim Auspuff sonst fest, dann ab. So in der Art, ne? Kommen wir zu diesen Anbauleitungen, die haben wir erstmal alle nur lose aufgesteckt, der ist auch schon fest. Hier müssen wir gucken, welcher Schlauch dort passt bei diesem Röhrchen. Ja, und somit gucken wir immer wieder in alte Bilder, wie es denn so alles gesessen hat. Ja, das war's schon wieder mit dem Film. Ja, wir arbeiten fleißig weiter, wir ziehen das Ganze alles zusammen fest, den Turbolader, da gibt es einen extra Film drüber, ne? Den machen wir auch gleich fertig, dass wir ihn gleich hinten mit dran packen und ja. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir gehen ins Detail und ihr seid dabei. Ne? Tschüssi und schönen Tag und schönen Abend. Und hier, wenn ihr mal so ein Schrepper-T-Shirt haben wollt, ne? Wir haben noch welche, geht wieder los. Der Sommer kommt und die Fahrzeuge rollen. Tschüss.